Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Forever Stranded 2 mit Baloui und mit Katze. Hallo, ich bin Baloui. Rio. Vor Rio. Euer Rio? Was anderes gibt's da nicht zu sagen. Eure Baloui. Eure Baluio? Eure Luio. Lorio? Oh, fies, der ist gestorben. Es gibt noch mehr Leute, die gestorben sind, Blauli. Ja, aber... Der Weg des Lebens. Der war lustig. Ich hab grad Waterstone bekommen. Ich hab grad lauter Enchantments bekommen. Irgendwas Sinnvolles dabei. Fortune 3, Unbreaking 3, Leech 3, Luck of the Sea 2, Fire Aspect 2, Sea Fortune 3 und Sharpness 4. Also nicht so schlechte Singer. So, ich hab irgendwie eine Enchantment-Maschinen-Set fertig und ich stelle das jetzt mal hier oben drauf und guck mal, ob das funktioniert und wie das funktioniert. Ich will nämlich wissen, was das macht. Wir haben einen Applikator, der macht bestimmt die. Der craftet das zusammen. Der Extractor zieht das bestimmt raus. Und die Factory craftet das wahrscheinlich zusammen. Oder so, keine Ahnung. So eine Idee? Ich denke, dass das mit Büchern funktioniert. Bring mal was Zaubertes. Erstmal ein Book. Ich hätte nur irgendeine Waffe oder ein Rüstungsteil oder sowas. Ja, ich hätte jetzt auch gleich ein Rüstungsteil gebracht, aber erstmal hätte ich jetzt ein Enchantment genommen, das wir öfter haben. Fortune 3 zum Beispiel. Okay. Dann Sword. Das hier hat Unbreaking drauf. Ja. Oh cool, wir haben noch 2 FPS hier gerade. Was ist jetzt los? Ja, ich auch. Okay, es liegt also nicht nur an mir. Was ist passiert? Irgendeine von den Maschinen hier zieht richtig. Sieht richtig gewaltig sogar. Okay, das funktioniert im Übrigen nicht. So spiele ich am liebsten Minecraft. Also ich krieg weder das Schwert noch den andere da irgendwie runter. Mit 2 FPS ist das der Wahnsinn. Gut, vielleicht reißen wir diese Konstruktion auch einfach wieder ab. Auch wenn ich leider feststellen muss, dass es nicht an den Dingern lag. Was ist das? Hochqualitativer Content. Wir sind wieder hoch auf 22 FPS. Ich nicht. Ist irgendwas in deiner Mobfarm übergelaufen, Katze? Gehe eher davon aus, dass es die Waterstone... LOL! Ich habe den Waterstone abgebaut, hat er auf einmal 50 für eine Sekunde. Irgendwas stimmt hier gerade überhaupt nicht. Nein. Bewegt mich einfach nicht, dann merkt man das nicht. Bleibt jetzt so stehen für den Rest der Folge. Irgendwas ist nicht gut. Was zum Geier? Irgendwas ist gar nicht die Mobfalle, so wie es aussieht. Ich kann aus der Mobfalle noch normal Sachen rausnehmen. Sind das Miris Kühe? Soll ich den Server vielleicht neu starten? Ich glaube nicht, dass es die Kühe sind, ehrlich gesagt. Nein, glaube ich auch nicht. Das ist halt so plötzlich. Die Kühe sind ja ewig schon da eigentlich. Boah, ich komme hier nicht aus meinem Garten raus. Unmöglich. Das sind viel wenig FPS. Wieso kommt Katze noch voran? Ich kann hier nicht mal einen Schritt laufen. Ja, ich denke, warte, wir machen. Katze sucht erstmal. Ich habe das jetzt gerade, das, was in der Mobfalle drin war, habe ich jetzt mal weggelegt. Das hat, auch wenig gebracht. Nee. An was kann das denn liegen? Leute, ja, ich glaube, das ist wirklich das Beste, wenn wir einen kurzen Cut machen. Wir machen mal ganz kurz einen Cut. Bis gleich. Ja. Oder sehen wir wieder. Ja, alles läuft. Wir wissen nicht, was das war. Keine Ahnung. Wir bauen diese Maschinen einfach nicht wieder auf, okay, Katze? Wir haben die Theorie geäußert, dass es daran liegt, dass ihr zu wenig Merch kauft. Aber wir können sie noch nicht beweisen. Ja, kann doch, ich kann es beweisen. Der Server bringt dann nicht mehr die Kraft und ich habe die Kraft. Da oben ein Waterstone. Da oben steht ein Waterstone. Miri! Oh, ernsthaft, ich muss jedes Ranch-Addon bauen. Jedes. Jedes! Ja, Blödsinn. Was habe ich getan? Hey, warum haust du mich? Miri? Nur weil es meine Frau ist, kann ja nichts dafür. Er zieht's besser. Was habe ich getan? Einen Waterstone abgestellt. Wieder. Katze mag immer deine Waterstones überall nicht. Der findet die irgendwie nervig. Ich habe sie extra für Katze überall versteckt, weil der so Spaß daran hat, die zu finden. Ich dachte, das ist halt ein bisschen beschäftigt. Ich glaube nicht, dass er da Spaß daran hat, die zu finden, aber... Ich hatte das Gefühl... Ja gut, dann fühl mal anders. Ich wollte doch nur was Gutes tun.
Finde das toll, Miri. Finde ich sehr, sehr toll. Ja, finde eigentlich, Katze, dass du dich dafür jetzt mal entschuldigen könntest, ne? Für was? Dass du Miri mal mobbst und ihr das alles immer wegnimmst, was sie da mühselig macht. Ach so, das will. Ja, gut, dann wirst du das gleiche finden wie ich. Wie, was finde ich denn? Ja, gar nichts. Aber das ist fies von dir, das weißt du, ne? Das behaupten aber auch nur Leute, die das fies finden, deswegen. Das ist, ja. Kann mir ja egal sein. Yay, yeah, tolle Quest, ich war fleißig. Ich war fleißig. Der brauche ich noch ein bisschen, schon okay Strafe. Für mich. Ich finde das nicht nett, dass ich hier Husten bekomme bei so. Miri, deine blöde Katze droppt die ganze Zeit Ball auf her. Ja, lass sie doch, wenn sie das halt loswerden muss. Hast du nicht die Quest für Terminal Expansion weitergemacht? Das sind Geschenke. Nee, hab ich nicht. Das sind kleine, doch, die hast du Geschenke durchgemacht sogar. Achso, ja. Dann hab ich's. War da keine so Formel dabei? Nein, war keine Formel. Toll findet sie nicht, dass sie dir Geschenke macht. Ja, ich finde sie aber nicht so toll. Miau. Kannst du ihn machen? Slime. Ja, besorg einen und du kannst ihn spawnen. Du hast meine Maschine abgebaut. Wie hieß die, die das da hinten gemacht hat? Der Mob Slaughter. Der ist aber nicht im System. Das heißt, wo hast du den getan? Ist im System. Sorry, Mob Crusher, nicht Mob Slaughter. Achso. Und wie hieß dieses Gedöns, was man da dran macht? Diese Clockwork Engine. Die hast du auch nicht da drin. Welche Clockwork Engine denn? Wir haben doch mittlerweile einen normalen Strom, Blaudy McMauley. Ja, aber ich will nicht Miris ganze Kühe schlachten, deswegen mache ich eine Clockwork Engine dran. Das ist sehr nett von dir. Miris ganzen Kühe? Ich sehe keinen Fehler darin. Dann kriegst du nichts mehr zu essen? Dann baue ich das eine neue. Fehler? Es wäre ein Fehler auf deiner Seite, mir nicht mehr zu essen zu geben, ja. Papa. Wäre ein Fehler. Schön, dass wir das geklärt haben, Miri, ne? Seid mal nicht so böse zueinander. Wir haben uns ganz doll gern. Deine Katze hat schon wieder gekotzt. Das sind kleine plüschige Geschenke. Sie hatte eine Feder das da drin. Das sind kleine plüschige Geschenke. Ja, sie hat vorhin meine Hühner gefressen. Wie kannst du sie noch mögen? So ist das bei Katzen. Ich packe die kleinen süßen Geschenke jetzt Iron Lager. Iron Curve Slimes jetzt down. Kann man irgendwas mit den Felddingern machen? Ja, du kannst sie öffnen. Mit Rechtsklick. Dann kommt da random Items raus. Ja. Ehrlich? Ja. Ja, ehrlich. Will ich das tun? Nein. Kommt nichts Besonderes, warum? Clay. Warum frisst du Clay? Bist du dumm? Pff. Die unsere Katzen, dann weißt du die Antwort ganz genau. Die Katze so, ich probier Clay. Nein. Oh Mann. Die ist so geschenkt, du kannst es sogar aufmachen. Sie sind sogar verpackt, also bitte. Yeah. Voll nett. Voll nervig, meinst du? Nett. Was nett falsch ausgesprochen. Hallo, nett sein. Hallo, nervig sein. Kröchen! Welche Range hat denn das blöde Ding? Ah, okay, erstmal nur sehr wenig. Ja, ihr lieben Kühe, ich hoffe, also ich nehme nur die springenden Kühe, das ist okay für mich. So, Freunde. Oh, letzte Stunde hat geschlagen. Aber sie freuen sich, dich zu sehen. Ja, ich mich auch. Ich freue mich auch, mich zu sehen. Jetzt explodiert wieder alles, ich sag's dir. Wenn wieder alles hinüber ist, ne? Dann beende ich das Projekt. Katze hat eine Kuh umgebracht. Dann habe ich nicht. Oh. Maschine du bist hingeflogen und eine Kuh ist umgekommen. Also ja, das ist das. Die Maschine, die das macht. Nee. Ich mach's nochmal, guck mal hier. Aha. Aber wirklich, das sind nicht zu viele, die ich dabei töte. Was wären denn zu viele? Ey, die FPS gehen eigentlich schon wieder runter. Das ist krass. Ja, die Kühe. Ja. Das Fleisch kriege ich dann? Ja, kannst du dir aus der Maschine holen. Problem ist aber einfach, ich krieg gerade keinen Pink Slime daraus, nur eine Scheiße hier.
Du hast auch keinen zweiten Tank für den Pink Slime, das ist der falsche Block. Ich bin jetzt den Tank wieder leer. Nein, darum geht's nicht. Es sind nicht mehr so viele Kühe übrig, ne? Warte mal, welche Maschine ist der falsche Block? Da, da ist der falsche Block. Es leben gleich keine Kühe mehr, ne? Ah. Ja, wo ist denn jetzt Schuld. Das Fleisch? Ich hab das. Also ein Teil davon. Ich hab auch einen Teil. Klick das ins System. Die Lecks sind echt krass wieder, ne? Aber warum kommen die wieder? Ist hier irgendwo ein Ort, irgendwo ein Mob oder so, der hier anfängt zu laggen? Boah, aber erst hier hinten. Erst an der Mob-Farm ist das. Das könnte der Mob sein zum Beispiel. Aber nee, die Mobs werden ja regelmäßig gegrindet. Oh, wow, jemand hat den Wasserhahn von unserem XP-Tank offen gelassen und die lieben Millionen Level. Miri? Komisch. Miri? Das war die Katze, das war die orangene Katze. Miri, wow. Du das Trottel. War die Katze. Aus Versehen. Oh, oh nein. Aus Versehen. Ja, das war doch der Mobcrusher, mit dem ich die Essenz gekriegt habe. Nee, der muss zwei. Auf Versehen. Er muss irgendwie zwei Dinge haben, Blauli, nach meiner Interpretation. Er muss hat zwei so Felder haben. Du hast all meine Kühe umgebracht, das hast du schon mitgekriegt, oder? Dass jetzt kaum noch welche da sind, dass das ein bisschen arg viel war und dass das ewig dauert, bis wir die Population wieder hochkriegen. Nein, dauert nicht ewig. So. Schau mal oben in unser Flugzeug rein. Was? Warum? Warum? Ich habe schon einmal den kompletten Zoo ausgerottet. Ich will nicht, dass Blauli das nochmal macht. Ich? Da oben sind nochmal zwei Kühe. Ich habe extra zwei gesaved für den Fall, dass er unfähig ist. Finde ich gut. Aber das ist ja nur zwei Kühe. Nee, die wohnen hier. Süß. Oh, ja, gut. Dann machen wir die Quest nicht. Dann werden wir die fertig machen. Zeugs. Ich muss jetzt halt das ganze XP hier einsammeln, damit es nicht wieder crasht, ne? Weil die kriegen wir nicht absorbiert anders. Könnte auch runterkommen, einsammeln, warte. Stell die einfach mit dazu, dann. Ich komme auch dazu. Mir, du bist ein Trottel, du hast schon genug eingestellt. Auf Versehen! Und wieso das ist wieso crasht der Server? Ach du Scheiße. Lass die auch nicht despawnen, ne? Ja, tun sie aber erst ein Ding. Nach einer Zeit. Eben Miri, mach einfach eine Kräne auf und lass alles liegen. Aus Versehen! Aus Versehen lass ich alles liegen. Ja. Louis hat die ganzen XP leer gemacht. Kommt so schnell nach, also bitte. Solange man nicht den Wasserkran auflässt, auch nicht aus Versehen. Das verstehe ich nicht. Wundern, warum das so extrem war. Das verstehe ich jetzt nicht. Wenigstens was menschliches Versagen und nicht irgendwas, was wir gebaut haben. Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist bei Trump auch immer. Und, macht's das besser? Weil Trump ist kein menschliches Versagen. Obwohl Trunks, sogar gut, seine komplette Regentschaft ist ein menschliches Versagen. Ja, also? Schon recht, ja. Menschliches Versagen ist menschliches Versagen. So ist es. Das Wasser. Eine alte Weisheit sagt immer, menschliches Versagen ist menschliches Versagen, ne? Ja, und eine Mutterfehlfunktion ist eine Mutterfehlfunktion. Eine Mutterfehlfunktion. 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 Ah, wir sollten Mutterfehlfunktions-Merch drucken. Finde ich auch. Okay. Aber bevor wir das drucken können, müssen wir erst ein Motiv machen. Ja. Na dann viel Erfolg. Miri. Ich glaube, Miri hat damit schon ihre Meinung dazu geäußert, ob sie Mutterfehlfunktionsmerch möchte. Ich verstehe wieder jetzt nicht, was sie will. Ey, das ist immer das Gleiche mit der Frau. Also, mal findet sie das lustig, was wir machen, und mal kotzt sie das richtig an. Ich glaube, 90% der Zeit kotzt sie das an. Sie hat das nur das Jammern aufgegeben. Nein. Sie hat nur aufgegeben. Oh Mann. Miri hat resigniert. Ja. So, Pink Slime, Industrial Foregoing. Wie kommt man da dran? Mit einem Mob Slaughter Factory heißt das scheiß Ding. Gibt's nicht.
Mob Slaughter Factory. Okay. Sag ja, die ganzen Sachen, die da standen, sind weg. Bist du sicher, dass du nicht da irgendwas irgendwo anders hingetan hast, nachdem du die abgebaut hast? Die ganze Zeit das Gefühl, die Sachen fehlen. Bin mir nicht 100% sicher. Deswegen war der zweite Tank nicht da. Eigentlich müssten ja auch die Tanks da sein, wo das restliche Zeugs noch drin war und so. Müssen wir gucken. Hier ist keines drin. Hier in der Kiste ist nichts drin, was das angeht. In der Kiste ist auch nichts drin. In der Kiste sind 2-3 Baublöcke mit drin, aber ich sehe sie jetzt hier auch nicht drin. Ja. Hier ist nichts mit drin. Aber ist egal, mit dem Crash vorhin ist jetzt Zeit, dass wir die Folge beenden. Ja. Aber ganz knapp, glaube ich, noch. So, ich würde sagen... Sorry, dann mal noch länger. Nein, ihr könnt gerne bei Baloui und oder Katze vorbeigucken, was die heute so gemacht haben. Und ansonsten... Macht es gut. Und vor allem... Bis morgen. Tschüss, Feurig. Tschüss. Ich bin Baloui. Ne, Jochen, ich bin Jochen. Tschüss. Tschüss, Jochen. Throw your cranes up.